Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch heute in meinem Wäschekeller. Ich habe spontan beschlossen, die Kamera mitzunehmen und heute wird es viel zu tun geben, vor allem sehr viel Wäsche. Also man sieht hinter mir schon, da türmen sich die Wäscheberge. Es ist oben noch sehr viel mehr zu falten, was auch schon aus dem Trockner rausgekommen ist. Und außerdem habe ich noch beschlossen, das Zimmer meiner mittleren Tochter, der 6-jährigen Kira, umzustellen. Wir haben nämlich auch alle Teppiche in die Wäsche gegeben. Da unter ihrem Hochbett hatte sie einen Teppich und auch hier. Und dabei musste ich auch so ein bisschen die Regale verschieben. Und sie wollte sowieso ihr Hochbett eigentlich mit dem Platz dieses IKEA-Kallax-Regals tauschen. Und nachdem jetzt gerade alles so ein bisschen weggeräumt ist vom Boden, habe ich gedacht, das bietet sich genau an, um das zu machen. Allerdings müssen wir dann natürlich auch die anderen Möbel ein bisschen verrücken, zum Beispiel diese Kunstwand. Dafür müssen wir auch einen anderen Platz finden, die ist sonst vom Bett verdeckt. Und da aber die Kinder sowieso heute zu Hause sind, haben sie vielleicht auch Lust, mir dabei zu helfen. Und für alle, die das erste Mal auf meinem Kanal sind, wollte ich mich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Anna. Ich bin die Mama von 4 Kindern im Alter zwischen 1 und 7 Jahren, 2 Mädchen und 2 Jungs. Und zeige in meinem Vlog so meinen Hausfrauen- und Mama-Alltag mit viel Motivation auch zum Kochen, Putzen, Dekorieren und Umräumen. Also üblicherweise nehme ich ja nur Wasser mit einem Spritzer Spülmittel zum Bodenwischen, aber heute, um das wirklich ganz kraftvoll sauber zu machen, habe ich den hier. Das ist ein Kraftreiniger, den verwende ich ganz selten eigentlich, um die Böden einmal wirklich von Verschmutzungen, von irgendwelchen Ablagerungen, irgendwelchen hartnäckigen Flecken zu befreien. Und er ist halt nicht zu mild, aber auch wirklich sehr gründlich. Und man kann ihn auch für Parkett verwenden. Das ist ein Saalkraftreiniger. Der greift das Bodenmaterial, die Versiegelung nicht an. Und ja, das werde ich dann heute machen, auch da, wo ich normalerweise nicht hinkomme, also hinter den Schränken. Das bietet sich dann ab, kann ich auch putzen. Ja, und angefangen habe ich tatsächlich damit, die Ecke, die jetzt frei geworden ist, da wo ich das Regal schon weggeschoben habe, die ein bisschen zu putzen. Und mein Jüngster hat mich da tatkräftig unterstützt, also ich musste immer schon den Wischer und diesen Swiffer Staubmagneten regelmäßig an ihn abtreten, sonst wird er ungehalten. Aber die anderen Kinder haben sich diesmal zurückgehalten, also da hatte keiner Lust mir zu helfen, aber das finde ich auch okay. Also ich zwinge keinen, das war meine Idee, das umzustellen, und man kommt eigentlich auch ganz gut voran, wenn man nicht noch die Kinder auch mit organisieren muss quasi. Und bevor ich mal alles zurückgestellt habe, habe ich auch noch mal kurz überall gewischt und geputzt. Und diese dünnen Teppiche, die Kira hat, die sind praktisch, wenn man die eben auch in die Waschmaschine bekommt. Übrigens, das Hochbett, das hat sie auch noch nicht so lange, das hat sie zum 6. Geburtstag bekommen. Davor hatte sie ein von mir selbst gebasteltes Himmelbett, das mochte sie auch, aber sie hat sich halt eben unbedingt ein Hochbett gewünscht, damit sie auch darunter eine Höhle haben kann und Zeit drunter verbringen. Und das ist gerade für so ein Zimmer wie ihrs, was nicht so wahnsinnig groß ist, mit 13 Quadratmetern, auch ein richtiger Platzgewinn. Also das ist vollwertig genutzter Raum für ein Kind. Also die sind ja nicht so hoch und die können da wirklich alles drunter machen, und sie nutzt das wirklich total viel. Und so mit dem Umräumen, mit dem Groben war ich mal fertig. Und dann habe ich mich auch ans Falten der Wäsche gemacht. Also bei uns ist das nicht üblich, dass sich so viel ansammelt. Ich versuche wirklich, damit das nicht passiert, jeden Tag mindestens eine Maschine zu waschen, eine auch wegzufalten. Und ja, manchmal lasse ich es dann doch liegen, aber in dem Fall war der Grund ein anderer. Also es ist ein kleiner Magen-Darm-Virus am Vortag. Und ja, dann ist halt dazu gekommen, die Bettwäsche haben wir überall neu bezogen und auch sogar die Teppiche gewaschen, sehr viele Handtücher. Und ja, in dem Fall war ich sehr glücklich über meinen Trockner, den haben wir auch erst seit kurzem, also seit unser Jüngster auf der Welt ist, seit einem Jahr, und ich möchte ihn nicht mehr missen. Es ist einfach eine große Arbeitserleichterung, dass man auch so große Wäschemengen, wenn es denn sein muss, an einem Tag waschen und auch wieder trocknen kann. Und ja, das
Aufhängen und Abhängen entfällt. Und den getrockneten Bergwäschen kann man auch mal getrost ein oder zwei Tage ignorieren. Das finde ich auch ganz praktisch. Und für den Sommer habe ich mir aber vorgenommen, auch wirklich wieder den Wäscheständer zu verwenden und die Wäsche draußen zu trocknen, einfach um Energie zu sparen. Aber ja, also für einen großen Haushalt ist das wirklich super. Und ich muss auch sagen, dass einfach aus Zeitgründen mache ich das oft sehr spartanisch mit dem Sortieren der Wäsche. Also bei mir gibt es nur dunkel und hell und auch nur so Mischsparprogramme in zwischen 40 und 60 Grad wasche ich dann meistens alles und fahre aber ganz gut damit, muss ich sagen. Also bei uns laufen auch die Artikel, also die Wäsche eigentlich nicht ein. Also ich hatte das Problem zumindest bisher noch nicht, dass etwas eingelaufen wäre beim Trockner. Und ja, also kann ich sagen, vielleicht ist es auch dadurch, dass es ein relativ modernes Modell ist, aber wir nutzen ihn eigentlich für alles. Und da ich eben am Vormittag so beschäftigt war, habe ich was ganz Schnelles gemacht, und zwar etwas, was ich schon eingefroren hatte, gefüllte Paprika zum Mittagessen. Das musste ich dann wirklich nur mal umfüllen in die Auflaufform und warm machen, und hatte dann sogar noch etwas Zeit übrig und habe dann in Kiras Zimmer ein bisschen weitergemacht. Beim Verrücken der Möbel fällt einem ja dann immer auf, was schon mal endlich gereinigt gehört, und das war in dem Fall vor allem die Wände. Die waren schon sehr, hatten schon viele dünklere Stellen einfach und Handabdrücke drauf, und die habe ich mit einem Schmutzradierer ein bisschen sauber gemacht und auch die Lichtschalter und ihre Tür, und habe dann auch noch die Wand da, wo ihre Kunstwand, ihre neue hinkommen sollte, auch noch ein bisschen befreit von alten Klebstoffresten und so diese Tesafilmstückchen, die bei uns wirklich überall leider noch übrig sind, kleine Mengen. Und in unserem ganzen Haushalt sind ständig überall Reste von Klebeband an den Wänden, an den Türen, an den Fenstern, überall am Boden. Und ja, damit sich das ein bisschen in Grenzen hält, versuche ich auf Blutdeck umzusteigen. Das lässt sich leichter lösen, man muss nicht so daran herumkratzen. Und ja, also es sollte rückstandsfrei sein. Es ist manchmal muss man trotzdem ein bisschen daran herumrupfen und herrubbeln. Aber ja, es geht schnell und hinterlässt weniger Spuren und ist nicht so mühsam wie Klebeband. Ja, und hier habe ich dann wieder ihre Kunstwerke befestigt. Das ist sehr viel los in dem Zimmer, sehr bunt. Ihr gefällt das so. Es wäre natürlich für uns Erwachsene schöner, wenn Kinder auch so den Hang zum Minimalismus hätten, manchmal. Aber sie lieben halt eben ihr kreatives Chaos, und es ist halt für sie ganz wichtig, und deswegen wollte ich daran auch nichts ändern jetzt beim Verstellen. Und ja, das heißt dann natürlich auch mehr Abstauben, mehr Kleinteile. Das Zimmer habe ich jetzt fertig umgeräumt und auch noch ein bisschen sauber gemacht. Also auf dem Tisch ein bisschen aufgeräumt. Die Kunstwand hat jetzt hier einen neuen Platz. Und wenn man hineinkommt, da hat man nicht gleich das Bett, sondern es wirkt ein bisschen luftiger und heller, finde ich. Und ansonsten ist alles ungefähr gleich geblieben, wie es war. Und ja, das habe ich dann alles wieder zurückgeräumt und ein bisschen da und dort sortiert. In der Spielküche wieder ein bisschen Ordnung gemacht und auch in diesen offenen Regalfächern, wo Kira ihre ganzen versammelten Tiere hat, denen sie wirklich viel spielt. Und ja, somit, ich muss dann nachher noch das Bett beziehen. Das mache ich aber später, weil ich höre gerade, dass Quinn wach geworden ist, und der muss dann auch noch Mittagessen. Und ja, am Nachmittag werden wir dann vielleicht ein bisschen was mit den Kindern unternehmen oder spielen. Und ich wollte zur Bücherei, und soweit bin ich zufrieden. Und es ist schon Nachmittag, mein Mann ist inzwischen auch schon da, die Kinder sind gut beschäftigt und Quinn ist bei ihm. Und der einzige Nachteil von diesem neuen Platz des Bettes ist, dass dort keine Steckdose vorhanden ist für diese Beleuchtung, die Kira da hat. Das sind so kleine LEDs, und auch ihr
Ihren CD-Player kann sie da nicht anschließen, deswegen habe ich mal ein Verlängerungskabel geholt. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist zu kurz, aber ich weiß nicht, ob wir ein längeres haben. Am liebsten würde ich es von hier unter dem Tisch, das sind die Steckdosen, hinter dem Schrank rüberführen zum Bett. Aber ob das wirklich mit der Länge geht, da bin ich mir nicht sicher. Ja, hätte ich natürlich von Anfang an ein bisschen mitgedacht, dann hätte ich nicht nochmal alle Möbel quasi wegrücken müssen, die ich da jetzt an ihren Platz in den neuen geschoben habe. Aber ja, so ging es auch. Also ganz bis unter das Bett hat es nicht gereicht, aber das reicht auch schon hier. Und ja, ich werde dann einfach das Kabel durchführen von dieser Ecke. Die LEDs unter ihrem Bett hat sie übrigens auch erst, seit sie das Hochbett hat. Aber Quinn hat daran schon so viel herumgerissen, dass die leider schon ein bisschen an einigen Stellen gerissen sind. Und ja, vielleicht müssen wir sie sogar noch ersetzen, weil die leuchten einfach wirklich nur mal sehr sporadisch. Und das Bett habe ich dann zum Schluss nochmal neu gemacht und bezogen. Und ich plane gleich noch zur Bücherei zu fahren. Draußen ist tolles Wetter, und damit ich ein bisschen nach draußen komme. Und für die Kinder morgen nehme ich ein paar Hörspiele und Bücher mit. Denn ja, sie sind heute ganz schlapp gewesen und haben kaum was gemacht. Das vergesse ich sie gar nicht. Und ich glaube, morgen lasse ich sie auch noch zu Hause von Kindergarten und Schule, damit sie was zu tun haben. Vorher werde ich noch dieses Huhn marinieren. Und dann, wenn ich nach Hause komme, dann auch schon mich ans Abendessen zubereiten machen. Gestern gab es bei uns Hühnersuppe, und ja, das restliche Huhn, also die Brust und die Schenkel, die werde ich dann im Backofen backen. Und dazu gibt es Kartoffelspalten. Und Quinn nehme ich mit. Der ist nämlich schon langweilig, also der ist fit. Also bevor ich dann noch kurz bei der Bücherei war, habe ich das Huhn mariniert mit Sojasauce, Ahornsirup und einer zerdrückten Knoblauchzehe und etwas Zitronensaft. Und dann war ich auch schon wieder zurück nach kurzer Zeit und habe dann mit den Kartoffeln weitergemacht. Und die Kartoffelspalten im Ofen, die mache ich dann auch mit einer Marinade. Ganz einfach aus Öl und ein bisschen Paprikapulver, Oregano und ein bisschen Salz. Und das, ja, schmeckt einfach ein bisschen knuspriger und gibt ihnen noch so ein bisschen Bräune. Und wir machen auch noch gerne diverse Gemüse, auch gleich mit im Rohr, also in dem Fall Stangenbohnen. Und während das Ganze gebraten hat, haben wir noch eine Runde Uno gespielt mit den Kindern, und dann war schon angerichtet. Ja, jetzt ist es schon Abend und die Kinder schlafen. Ich hoffe, morgen sind sie wieder ganz gesund, und ich habe mich hier noch zurückgezogen mit dem Rest des Wäschebergs, den ich heute gewaschen habe. Und eine Ladung ist noch in der Maschine, die muss ich noch in den Trockner räumen. Und daran werde ich mich noch machen. Und danach ist für mich dann auch der Tag bald vorbei. Und ich werde mich schon mal vom Vlog verabschieden. Ich danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Und abonniert gerne den Kanal, darüber freue ich mich immer. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, und tschüss.